Wir erinnern uns an die neutestamentliche Losung, erneuert euren Geist und euren Sinn. Ich müsste ein bisschen den Zusammenhang uns vielleicht vorlegen, halte ich für sinnvoll. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es in Wahrheit in Jesus ist. Ab Vers 20. Und jetzt kommt, wie wir unterwiesen worden sind, nämlich, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Da finde ich schon ein bisschen übersichtlicher. Und ich denke, es wird ein bisschen erklärt, wie man seinen Geist und Sinn erneuert, nämlich indem man ein neuer Mensch und den alten Menschen ablegt und den neuen Menschen anzieht. Ich finde sehr bemerkenswert, also fast für mich ist es wie ein Science-Fiction-Roman, weil eine neue Jacke anziehen ist ein leichtes. Aber das geschieht ja über meinen Körper, über meinen Geist und über meinen Sinn. Aber hier sagt er nicht, zieh eine neue Jacke an, mach dein Christenleben ein bisschen gestalterischer, sondern er sagt, zieh einen neuen Menschen an. Und jetzt wird es kritisch, weil das kriege ich nicht bei Kaufland. Wo kriege ich so einen neuen Menschen her? Und vor allen Dingen, wie werde ich meinen alten Menschen los? Weil ich kenne mich ziemlich gut, ich bin jetzt da nicht so alt wie Martin Westerheide, aber... Aber älter als Deborah bin ich doch allemal. Ich denke mal doppelt oder vielleicht sogar noch mehr. Und dann kenne ich mich ziemlich gut. Und dann denke ich an meine Kindheit, an meine frechen Widerworte, an meine Eltern, etc., etc., etc. An meine Lügen. Und ich denke, wie soll ich sowas loswerden? Ich kann mich entschuldigen, ich kann Vergebung erfahren. Ist schon was. Zweiter Gedanke. Gott, warum machst du das mit deinem Sohn am Kreuz? Das mit den Tieropfern, das finde ich ja noch ganz okay. Weil dann gibt es ein Tieropfer und dann habe ich ein Jahr lang ein ruhiges Gewissen, Pi mal Daumen. Und dann irgendwann merke ich, hat wieder nicht geklappt. Aber jetzt muss ich halt wieder. Und dann bringe ich mein Opfer für meine Sünden, die mein alter Mensch getan hat. Und dann kriege ich wieder meine Reinigung und dann ist wieder gut. Okay, dafür brauchen wir kein Kreuz. Da hätte das Tieropfer gereicht, meiner Meinung. Ich glaube, dieser Text funktioniert nur im Zusammenhang mit dem Kreuz Christi auf eine Weise, die tiefer ist, als Menschen sich ausdenken können. Und sie geht auch tiefer als nur, dass Gott uns vergibt. Er hilft uns, den alten Menschen auszuziehen und den neuen Menschen anzuziehen. Ich denke, das hat was damit zu tun. Versucht selber mal rauszukriegen. Ich bin stark.